Die Sendung wird präsentiert von Liebs, die Werbeagentur. Gute Werbung ist die beste Werbung. Liebe Zuschauer, ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und begrüße Sie hier in Ihrem Regionalfernsehen aus Neubrandenburg zum Neu-1-Journal. Beginnen wollen wir unsere aktuelle Sendung mit einem kleinen Blick in den abendlichen Herbst und in eine besonders beleuchtete Viertore-Stadt. Mein Licht geht aus, doch ich will nicht mehr aus. Da will da, da will da rum. Um sich nicht von den immer kürzer werdenden Tagen in die Schwermut ziehen zu lassen, ist es ratsam, ein Licht ins Dunkle zu tragen. Und je mehr es sind, umso heimeliger wird die Dunkelheit. Das dachten sich wohl auch die Neubrandenburger Stadtwerke, die vergangenen Donnerstag zum Laternenumzug aufriefen und damit fast 250 kleine und große Teilnehmer zum gemeinschaftlichen Lichtergang animierten. Mit Funzel und Laterne in der Hand ging es im Halbkreis um die Innenstadt, vorbei an den Stadttoren, die dieser Tage in ganz besonderem Licht erstrahlen. Die spezielle Illumination, ein Geschenk der Stadtwerke, anlässlich ihres 25. Jubiläumsjahres. Wir sind ja angefangen, schon Anfang des Jahres und haben dann nochmal auf dem Viertorefest uns einen Höhepunkt geleistet, haben 25 Bäume der Stadt geschenkt, auch zu unserem 25. Geburtstag. Und in dem Zusammenhang ist uns dann die Idee gekommen, machen wir was mit Licht. Das passt auch wunderbar in diese Jahreszeit. Und von heute an gerechnet 25 Tage werden dann die vier Stadttore und insbesondere die wunderschöne Konzertkirche in besonderes Licht gehüllt. Bunte Lichter, die auf der Fassade tanzen. Nach langem Marsch konnten auch die Laternenträger dieses Schauspiel bewundern. Beleuchtet wird natürlich mit energiesparenden LEDs, die so ein Lichtspektakel überhaupt erst möglich machen. Oberbürgermeister Silvio Witt befand die schöne Neubrandenburger Konzertkirche für noch ein bisschen schöner. Das lag auch an der wohldosierten Intensität, denn zu viel Licht durfte es dann auch nicht sein, wie die Reaktion auf unseren Kamerascheinwerfer bewies. Ganz anders die Reaktionen auf das abendliche Highlight, bei dem die altehrwürdigen Kirchenmauern die Leinwand für weitere bewegte Farben boten. Eine einmalige Illumination, die der Stadt vielleicht sogar durchaus öfter gut zu Gesicht stehen würde. Das Einmalige ist eben, wenn man es einmalig macht. Und ich kann mir vorstellen, dass man zu anderen Anlässen mal wieder darüber nachdenkt, etwas anderes zu tun. Aber für diese Geschichte, 25 Jahre Geburtstag, soll es das dann gewesen sein. So bleiben die Neubrandenburger Wahrzeichen noch bis zum 13. November in bunte Farben gehüllt. Gekrönt wird das Jubiläumsjahr der Neubrandenburger Stadtwerke dann zum Jahresende mit einer großen Abschlussfeier. Wir beleuchten jetzt, was Sie unter anderem noch erwartet in dieser Sendung, die Vorschau. Vorbereitung auf den Ernstfall. Wir haben eine Rettungsübung in Neubrandenburg mit der Kamera begleitet. Übungsszenario, ein Amoklauf. Und auch im Oktober öffnet Jana Schäfer ihre Kräuterküche in Duplo für uns. Es gibt Nudeltörtchen mit Mangold. Liebe Zuschauer, der Kunstverein Torgelow hat sich ein Zitat von Bertolt Brecht zum Leitgedanken erwählt. Die Kunst ist ein Luxus, den der Mensch braucht. Ein Luxus, der heute allerdings nicht einfach zu haben ist, besonders abseits der großen Städte. Umso höher muss man die Arbeit des Vereins schätzen. Wir waren zur letzten Ausstellung dieses Jahres nach Torgelow eingeladen. Im Herzen Torgelows ist die stadtprominente Villa nicht nur Eingang und Teil des Mittelalterzentrums Castrum Torglove. Neben der Touristeninformation hat hier der Kunstverein Torgelow ein Zuhause gefunden. Nach Schließung des hiesigen Kopernikus-Gymnasiums gründete sich 2007 dieser Verein, um das beträchtliche Kunsterbe der traditionsreichen Bildungseinrichtung in seine Obhut zu nehmen. Eine seit Jahrzehnten gewachsene Sammlung zeitgenössischer Kunst. Darunter viele große Namen der ehemaligen DDR. Neben Pflege und Weiterentwicklung der Sammlung bereichert der Kunstverein Torgelow mit viel Engagement das regionale Kulturleben.
Jährlich werden 5 Kunstausstellungen der unterschiedlichsten Genres, meist Werke regionaler Künstler, präsentiert. Das Highlight, wie hier am 18. Oktober, ist die jeweilige Eröffnung. Stilvoll in Ambiente und Auswahl des Rahmenprogramms. Ich glaube, dass das eine besondere Bedeutung hat, weil in der Großstadt ist man solche Angebote de facto gewöhnt. Manchmal werden sie vielleicht deswegen gar nicht mehr so besonders wahrgenommen. Hier findet das eine besondere Wahrnehmung, natürlich auch ein besonderes Klientel. Es ist eine gewisse Stammkundschaft da, es sind aber auch immer Menschen da, die mal dazukommen, mal neue dazukommen. Also es bedient wirklich einen Bedarf offensichtlich. Und ich finde es gut, dass man hier viele Gesichter sieht, die man sonst auf anderen Veranstaltungen nicht sieht. Also offensichtlich gehört diese Facette ganz genau dazu, genau wie Konzerte oder eine Wirtschaftsmesse oder ein Wirtschaftssymposium. So spielt eben auch der Kunstverein eine ganz besondere Rolle in dieser Stadt. Zur letzten Ausstellung für dieses Jahr 2016 freute sich nicht nur Kunstvereinsvorsitzende Marleen Kötteritzsch über einen ganz besonderen Gast. Falco Behrendt, der seine Wurzeln in Torgelow hatte und hier sein Abitur absolvierte, erwuchs zu einem national wie international beachteten und mit Preisen geehrten Maler und Grafiker. In seinen Erzähllandschaften zeige Falco Behrendt Ansichten, Geschichten, Emotionen, Erlebtes und Fantastisches, tanzend, fast artistisch auf dem Papier, würdigte Marleen Kötteritzsch die handverlesenen Werke der Ausstellung. Filigraner Detailreichtum in meisterlicher Gestaltung. Ein raffiniertes Experimentieren mit den Möglichkeiten der Grafik. Diese Technik war auch Schwerpunkt seines Studiums in Dresden und für Falco Behrendt ist sie bis heute faszinierend. Man arbeitet mit Metall, mit Säure, mit Druckpressen, mit Werkzeugen und das war immer spannend, weil auch ein großer Überraschungsmoment, nachdem man Platten bearbeitet hat, bis man sie das erste Mal druckt, vergehen unter Umständen mehrere Wochen. Und das ist aber die Vorfreude, endlich zu sehen, was gemacht ist, so groß, dass es immer ein ganz spannendes Arbeitsgeschehen war. Und mit dem konnte ich immer gut umgehen. Und dabei ist es auch geblieben. Also mittlerweile ist es so, dass kaum noch jemand das machen kann. Es wird nicht mehr ausgebildet an den Hochschulen. Und die Kollegen, die es mal gemacht haben, können sich zum Teil diesen Aufwand nicht leisten, um auf diesem internationalen Niveau auch vom Technischen her zu bleiben. Und so bin ich schon ein Einzelkämpfer fast in dem Bereich. Ne? Ein Einzelkämpfer, der auch in Neubrandenburg kein Unbekannter ist. 15 Jahre lebte Falco Behrendt am Tollensesee und heute noch zieht ihn die Arbeit regelmäßig in die Viertore-Stadt. In der aktuellen Ausstellung in Torgelow präsentiert Falco Behrendt das Märchenhafte seiner Erzähllandschaften. Geschichten von Grimm, Hauff und Andersen finden sich wieder. Noch bis zum Jahresende bietet sich Gelegenheit, in der Villa vorbeizuschauen und auf Entdeckungsreise in die Welt der Kunst zu gehen. Natürlich tagsüber zu den Öffnungszeiten der Touristeninformation. Eine Übung als wichtige Vorbereitung für Katastrophen und Ausnahmesituationen. Thema gleich hier im Neueinjournal. Renninger, Fahrzeugkomplettreinigung und Reifentreff in der Nonnenhofer Straße in Neubrandenburg. Hier dreht sich alles um des Deutschen liebstes Kind, das Auto. Immer dienstags ist Seniorentag. Senioren zahlen für alle Waschprogramme 15% weniger.
Jeden Mittwoch heißt es Frauentag. Die Wäschen 3 und 4 kosten für Frauen nur 7,50 Euro statt 9,50 Euro. Renninger. Alles für Ihr Auto. Liebe Zuschauer, im Alltag denken wir glücklicherweise nicht allzu oft daran, wie plötzlich wir uns in einer Not-, Ausnahme- oder Gefahrensituation befinden könnten. Rettungskräfte tun allerdings gut daran, regelmäßig durchzuspielen, was da auf sie zukommen kann. Nur so ist bestmögliche Hilfe möglich. Hilfe! Verletzte in den Treppenfluren, leblose Körper in den Gängen. Schon auf den ersten Blick ist klar, hier handelt es sich um eine Ausnahmesituation. Hilfe! Aktuell wird gemeldet eine Amoklage im Schulgebäude mit erwarteten etwa 40 verletzten Personen. Und das gibt jetzt die Rettungsleitstelle an das ersteintreffende Fahrzeug über. Doch erst auf den zweiten Blick wird ersichtlich, hier handelt es sich um eine Übung. Täuschend echt wirken die fingierten Verletzungen der vermeintlichen Opfer. Das eine oder andere schauspielerische Talent trägt dazu bei, der Szenerie Realitätsnähe beizumessen. Eine gute Stunde ist es her, da sich die Statisten in Opfer eines Amoklaufs verwandelten. Mit Requisiten und jeder Menge Kunstblut. Angehende Erzieherinnen und Bundeswehr-Notfallsanitäter in der Ausbildung wurden zu Leichen und Verletzten. Ort des Amoklauf-Szenarios ist die Neubrandenburger Trainings- und Fortbildungsakademie. Die Übung ist der Abschluss eines Weiterbildungskurses zum organisatorischen Rettungsdienstleiter. Durchgeführt von der privaten Berufsschule Ecolea. Für den weiteren Verlauf gilt das Haus bereits als gesichert. Nachdem alle Opfer an ihrem Platz sind, können die Rettungskräfte eintreffen. Das ersteintreffende Fahrzeug macht eine sogenannte Vorsichtung, wird einschätzen, wie viele Verletzte gibt es denn eigentlich vor Ort und wie viel muss man jetzt letztendlich rechnen. Wie ist das Ausmaß? Ist die Einsatzstelle sicher? Die Sicherheit wird gewährleistet, indem die Polizei dies bestätigt hat nach Amoklage. Und dann gilt es letztendlich Patienten sich anzuschauen und in Kategorien einzuordnen. Schwer verletzt oder halt leicht verletzt bis hin zum Tod. Um die Effizienz der Hilfsmaßnahmen zu maximieren, geht all das sehr organisiert und so gut wie möglich emotionslos zu. 1, 2, 3, 4. Weiter geht's. Den ersten Rettungsteams ist direkte Hilfe am Verletzten untersagt. Zunächst gilt alle Aufmerksamkeit der Bestandsaufnahme. Nur so wird ein geordneter Einsatz möglich. Die Statisten bemühen sich nach Kräften, den Eintreffenden das Nichthelfen so schwer wie möglich zu machen. Für die Notfallsanitäter im ersten Lehrjahr eine gute Möglichkeit, sich einmal selbst in die Rolle des Verletzten einzufühlen. Es ist ja schon ein bisschen ganz komisch gerade, wenn man hier so liegt und gar nicht weiß so richtig, was passiert. Komisch, auf jeden Fall, ja. Aber man kann sich gut reinversetzen, wenn man die ganzen Leute so sieht und die ganzen geschminkten Leute, sieht eigentlich sehr realistisch aus und daher kann man da gut mitmachen, sich gut reinversetzen. Ist die Gesamtlage geklärt, beginnt die Versorgung durch den leitenden Notarzt. Leichtverletzte werden an einer zentralen Stelle behandelt. Eine Bestandsaufnahme. Wir haben insgesamt 27 Beteiligte, 2 Singertote. Bei Verletztenzahlen dieses Ausmaßes sind nun Rettungskräfte aus den Kliniken von Neubrandenburg, Neustrelitz, Altentreptow und Malchin angefordert, die ihre Kollegen vor Ort unterstützen, um der Lage Herr zu werden. Geklärt kann sie letztendlich erst sein, wenn diese Einsatzlage wirklich abgearbeitet ist, wenn alle Patienten versorgt worden sind vom leitenden Notarzt und demzufolge in enger Zusammenarbeit auch mit dem organisatorischen Leiter des Rettungsdienstes und wenn die Patienten dann Richtung Klinik transportiert werden. Ein Ausnahmezustand, bei dem alle Beteiligten hoffen, dass er reines Übungsszenario bleibt. Dennoch will der Ernstfall natürlich geprobt sein. Im Dezember soll die Situation wiederholt werden. Dann wird auch die Polizei direkt in die Übung einbezogen. Ja.
Nudeltörtchen, natürlich mit grünem Extra, bereitet uns Jana Schäfer gleich in ihrer Kräuterküche zu. Kurze Pause, bleiben Sie dran. Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft im Fernsehen. Beiträge rund um das Wohnen in der Vier-Tore-Stadt. Monatlich neu, fünfmal täglich auf Sendung. Das Neuwoges-Magazin. Nur hier auf Neu 1. Willkommen zurück. Zum 36. Mal begrüßt Sie jetzt Jana Schäfer in ihrer Lubloer Kräuterküche. Bei monatlichen Rezeptvorschlägen bedeutet das dreijähriges Neu-1-Jubiläum. Unser Titel für die Oktoberausgabe von Jana Schäfers Kräuterküche lautet »Der Mangold und das Nudeltörtchen«. Herzlich willkommen in meiner Lubloer Kräuterküche. Heute mache ich mit Ihnen kleine Nudeltörtchen. Dazu habe ich noch wunderbaren Mangold gefunden im Garten. Ja, hier war die Schnecke schon einmal mit dabei, aber das macht nichts. Das kann man ja rausschneiden, gewaschen wird das sowieso. Und dann kommen noch kleine, schöne, scharfe Salamistückchen mit dazu und ein bisschen getrocknete Tomaten, Oliven. Und das ist dann ein ganz leckeres kleines Törtchen, das man zum Abend oder aber auch zum Mittag mit dazu essen kann. Auch den Stiel vom Mangoldblatt kann man mitessen, wenn man ihn zum Beispiel wie Spargel dünstet oder kleingeschnitten mit Zwiebeln zusammen in der Pfanne anschmort. Die Blätter schneiden wir in Streifen, so lassen sie sich später in der Form besser platzieren. Als Salami nutzen wir die beliebten Cabanossi. Dazu kommen getrocknete Tomaten aus dem Glas und ein paar schwarze und grüne Oliven. Ich habe mir inzwischen schon ein recht umfangreiches Sortiment an Silikonform zugelegt und für dieses kleine Törtchen werde ich diese kleinen, eigentlich für kleine Mini-Mürbeteigkuchen gedacht, werde ich die dafür nutzen, also gar nicht die hohen Muffinformen, sondern mehr diese flachen. Ich finde das sehr, sehr angenehm zum Arbeiten. Man braucht das nur einmal einölen, das Ganze, und dann nur noch ganz normal später mal reinigen mit etwas Spülmittel, und sie sind immer sehr gut einsatzbereit und man hat kaum das Problem, dass irgendwo was anklebt. Also da lohnt es sich wirklich, da mal zu investieren. Ich gehe jetzt erstmal an den Herd und werde die Nudeln garen und dann geht's weiter. Perfekt fürs Förmchen sind Bandnudeln oder Spaghetti. Am besten nicht ganz bis zur angegebenen Garzeit kochen lassen, da das Ganze später in den Ofen wandert. Nach dem Kochen auf eine fingerfreundliche Temperatur abkühlen lassen, denn es folgt ein wenig Handarbeit. Für mein kleines Nudel-Mangold-Tomatentörtchen, kann man ja ganz zauberhaft bezeichnen, das Ganze, mache ich noch eine kleine Soße, eine Eiersoße aus einem Ei und etwas Sahne, ein bisschen Pfeffer und Salz, um das Ganze dann zu binden. Ansonsten wird es ja auch nach dem Backen wieder auseinanderfallen. Die Nudeln würden sich ja nicht irgendwo verbinden mit der Wurst. Also wirklich ganz einfach nur ein Ei, ein ganzes Ei und ein bisschen Sahne. Ein bisschen nur würzen mit Salz, denn die Tomaten und die kleinen Salamistückchen haben doch schon sehr viel Würze. Da braucht gar nicht mehr so viel ran. Und auch das Wasser für die Nudeln war ja schon leicht gesalzen. Also da wirklich nur eine ganz kleine Prise, aber vielleicht ein bisschen mehr Pfeffer.
Nun ist etwas Geschick und Fingerfertigkeit gefragt. Wir rollen die Nudeln gemeinsam mit dem Mangoldstreifen auf einer Gabel auf und platzieren die Röllchen in der Backform. Jedes jetzt noch freie Plätzchen wird mit Salami, Tomaten und Oliven gefüllt. Das Ganze übergießen wir mit unserer Soße und geben zum Schluss noch etwas Parmesan aufs Dach. Dieses wunderbare kleine farbige Törtchen kommt jetzt so etwa eine Viertelstunde bei 190 Grad in den Ofen. Und vielleicht mal ein bisschen beobachten, die Öfen sind ja immer alle unterschiedlich. Also wenn es oben ein bisschen schön goldig wird, wenn der Parmesan sich dann so leicht gelöst hat und lecker aussieht, dann können Sie das Ganze rausholen und möglichst schnell genießen. Und so präsentiert es sich frisch aus dem Ofen, das Nudeltörtchen oder auch der vielleicht niedlichste Nudelauflauf der Welt. Bevor der Winter wieder übers Land zieht, gibt's im Oktober noch einen letzten Kräutertipp direkt aus dem Garten. Dort wartet eine wohlbekannte Heilpflanze mit vielfältigem Verwendungszweck. Heute möchte ich Ihnen noch einmal den Wermut zeigen. Ein Mitglied der Beifußfamilie, die es kaum noch so in freier Wildbahn zu finden gibt. Also man sieht dieses silbrige Laub, es ist sehr attraktiv für den Garten auch. Und ich muss sagen, der Geruch ist unheimlich aromatisch. Wermut, ich musste als Kind einmal Wermuttee trinken, weil ich solche Magenschmerzen hatte. Das ist so das ganz typische Anwendungsgebiet. Und ich muss sagen, das war so gallebitter, war so herb, da sagt der Magen sofort Schluss, aus, vorbei und ist ruhig und keine Magenschmerzen mehr. Also der Wermut wird als Tee vorrangig gereicht. Manche nehmen ihn auch in Wein mit rein, so als aromatisierten Magenwein. Er ist sehr schön, um die Leber- und Galletätigkeit anzuregen. Aber bitte, bitte, bitte vorsichtig. Es ist wieder, die Inhaltsstoffe sind so stark, dass Sie da wirklich nur geringe Mengen von nehmen sollen. Ach so, und wozu man den Wermut aber auch gut nutzen kann. Wenn man daraus, jetzt aus dem blühenden Kraut, das man dann hat, wenn man das trocknet und einen Tee daraus macht, dann kann man damit auch Blattläuse wegsprühen. Braucht man also nicht immer die giftigen Sachen nehmen, man kann auch Wermut nehmen. Zunächst aber werden selbst die Blattläuse vor allem vor der Kälte zittern. Passend zum bevorstehenden Wintereinbruch in der nächsten Ausgabe wieder alles gut verpackt und eingehüllt. Deftiger Sauerkrautstrudel im November in Jana Schäfers Kräuterküche. Er tritt zumeist in Gruppen auf, steht für Beständigkeit und ist ein echter Dauerbrenner. Warum das so ist und was so alles hinter der Geschichte des Ziegelsteins steckt, der Ziegeleipark Mildenberg verrät es. Industriekultur von einst, modern an historischer Stelle aufbereitet. Spannend und informativ. Harte Arbeit, Aufbruchstimmung, Zeitenwandel. Über 100 Jahre Ziegeleigeschichte. Erzählt in multimedialen Rundgängen, erreichbar auf der Schiene. Technik zum Staunen, Technik zum Erinnern. Werktags, am Wochenende oder im Urlaub. Geführt oder auf eigene Faust die Erlebniswelt des Ziegeleiparks erkunden. Natur genießen, ob am Badestrand, im Streichelzoo oder im Café am Wasser. Vielfältig und abwechslungsreich. Was einst eine ganze Region prägte, wird im Ziegeleipark Mildenberg erneut zur gelebten Tradition. Zurücklehnen und miterleben. Und wer möchte, der darf sich die Hände auch selbst ein wenig schmutzig machen. Wir sind Jana und Izumi. Wir kommen gerade von der Schule, jetzt haben wir Ferien und jetzt kommt das Wetter. Ob die Sonne scheint, es regnet oder schneit, hier herrscht angenehmes Einkaufsklima zu jeder Zeit. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bethanien-Center Neubrandenburg. Alles unter einem Dach.
wie das Wetter auch wird. Hier finden Sie immer, was Sie brauchen, ohne groß herumzulaufen. Bethaniencenter Neubrandenburg. Alles unter einem Dach. Liebe Zuschauer, das war unser Neu-1-Journal. Damit geht diese Sendung auch schon wieder zu Ende. Ich hoffe, für Sie war etwas dabei und Sie schalten auch die nächste Ausgabe wieder ein. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Die Sendung wurde präsentiert von Liebs, die Werbeagentur. Gute Werbung ist die beste Werbung. Über 400 Tiere in 100 Arten aus aller Welt sind hier im Tierpark Ueckermünde zu Hause. Die genaue Zahl ist dabei natürlich auch von der ein oder anderen Familienplanung abhängig. Das ganze Jahr lädt der Tierpark Ueckermünde, groß und klein, jung und alt, auf unvergessliche Erlebnis- und Entdeckungstouren ein. Sie werden schon erwartet. Und während auch schon mal ein Bewohner scheinbar etwas launisch reagiert, sorgen andere noch für ein ordentliches Erscheinungsbild. Die Löwen ganz majestätisch desinteressiert, der Pfau auf maximale Wirkung aus. Egal, wann Sie den Tieren begegnen, es sind immer unvergleichliche Beobachtungen ganz aus der Nähe möglich. Dazu kann man auf Führungen und bei regelmäßigen täglichen Schaufütterungen auch noch viel über Tier und Umwelt lernen. Und auch der Spaß kommt im Tierpark Ueckermünde nicht zu kurz. Über das ganze Jahr verteilt stehen spezielle Veranstaltungshighlights auf dem Kalender. Für Pausen und Stärkung, die das großzügige Areal dem Besucher durchaus abverlangen kann, stehen gastronomische Angebote der Tierparkgaststätte oder der Affenschenke bereit. Diese ist mitten auf dem Gelände, gerade bei den kleinen Gästen, sehr beliebt. Na, macht das nicht Lust auf mehr? Der Tierpark Ueckermünde wartet auf Sie. Das ganze Jahr.